Was ist der Unterschied zwischen dem Corona-Crash 2020 und der Lage an den Märkten heute? Die Antwort ist, der Corona-Crash war ein bisschen schneller, aber zumindest was den Nasdaq betrifft, praktisch im gleichen Umfang der Kursverluste, nämlich knapp 30%. So der Verluste des amerikanischen Tech-Index, und das ging natürlich damals im Februar, März 2020 noch ein bisschen schneller. Da hatten die Aktienmärkte so ein bisschen weitergespielt und haben gesagt, Corona ist kein Problem, China im Lockdown, macht nichts, alles gut, wir steigen mal weiter. Man hatte kurz vorher ein Allzeithoch erreicht und dann ging es ja saftig nach unten. Und die Fed hat das ein bisschen beobachtet, hatte zunächst mal versucht, mit Maßnahmen zu agieren. Die Märkte sind weitergefallen, aber irgendwann haben sie kapiert, oh, da will uns jemand etwas Gutes tun. Hier sehen wir nochmal diesen Einbruch beim Nasdaq um 30%. Jetzt, wie gesagt, dieser Einbruch des Nasdaq, der länger gedauert hat, um 27%. Und dann ging es, wie wir sehen, unglaublich stark nach oben. 1,5, 1,75 Jahre ging es nach oben, bis dann im November Jerome Powell plötzlich entdeckt hat, dass es so etwas wie Inflation gibt, die nicht vorübergehend ist. Daraufhin hat er gesagt, oberste Priorität ist Inflationsbekämpfung. Die Märkte wollten noch ein bisschen weiterspielen und haben es dann ab Januar ein bisschen deutlicher kapiert. Im Fed-Protokoll vom 5. Januar stand es schwarz auf weiß, Inflation is too high, we must bring it down. Und dann haben Fed-Speaker mehrfach klargemacht, dass sie die Financial Conditions strafen müssen, also die Finanzkonditionen, könnte man sagen, zu denen maßgeblich eben auch die Aktienmärkte gehören. Denn wenn die Leute immer reicher werden auf dem Papier mit ihren Depots, dann erzeugen sie mehr Nachfrage, dann können sie mehr kaufen. Und das große Problem derzeit ist das Ungleichgewicht zwischen Nachfrage und Angebot. Und während die Fed keinen Einfluss auf das Angebot hat, also Lieferengpässe, Materialmangel, was soll die Fed daran ändern? Aber sie kann die Nachfrage geringer machen, sodass dann die Inflation nach unten geht. Und ein Teil dieser Verringerung der Nachfrage ist eben niedrigere Aktienkurse, niedrigere Immobilienpreise, und das wollten und wollen viele nicht verstehen, und das ist dann ein bisschen teuer geworden, vor allem für die Fraktion, die immer gesagt hat, Stocks only go up, die dann natürlich in diesem Mantra noch lange verhaftet war und jetzt ein bisschen bluten muss. Schauen wir uns mal den Schaden an, unter der Oberfläche noch größer sogar als am Corona-Crash. Wenn wir uns mal die kumulative Advanced Decline Linie anschauen, also das Verhältnis zwischen Aktien, die steigen und fallen, um es jetzt einmal ein bisschen einfach zu formulieren, geht in Wahrheit, ist das alles viel komplexer, Schwamm drüber. Jedenfalls sehen wir, dass wir jetzt einen so negativen, schwachen Wert haben, dass so viele Aktien fallen in Relation zu steigenden Aktien wie seit 2016 nicht mehr, also deutlich mehr als im schlimmsten Stadium des Corona-Crash 2020. Das zeigt schon mal, was da sozusagen an Kollateralschäden entstanden ist. Wir sehen oben aber im RSI eine positive Divergenz. Das könnte ein bisschen helfen. Ich will ja den Bullen immer auch ein bisschen Hoffnung geben, auch wenn die gerade so ein bisschen über der Toilette hängen nach vorher etwas zu deutlichem Liquiditätsgenuss mit möglicherweise einigen Inkredenzien, die nicht ganz gesund sind auf Dauer. Jedenfalls Jason Gapfert, der hier darauf hinweist, dass der Nasdaq 100 übers Wochenende, also respektive am Montag, mehr als 2% Minus eröffnet hat nach einem Wochenende, das und dann gleichzeitig auf ein Einjahrestief gefallen war. Das gab es fünfmal jetzt in der Geschichte, 1987. Die Älteren unter Ihnen werden sich erinnern, was da gewesen ist. 2000, 2001, 2001 und 2008. Also alles Jahre, in denen so ein busy Action und Tumult an die Märkte war. Und dementsprechend ist das schon auffällig, was wir da sehen. Ist das schon durchaus etwas Besonderes? Und wir sehen hier zwischenzeitlich, möglicherweise hat sich das alles jetzt wieder ein bisschen erholt, aber ARK Innovation, meine zweitbeste Freundin Cathy, die jahrelang oder lange auf dieser Liquiditätswelle geritten ist und gedacht hat, nun ja, selbstverständlich, nicht? Und jetzt sieht sie, dass sozusagen die Triebkräfte weg sind, aber sie hat nicht erkannt, dass sie weg sind, sondern macht einfach weiter mit ihrer Strategie, und das wird auch heute wieder teuer. 8,6% zwischenzeitlich minus, Tesla, ihre größte Position, 7% im Minus, aber diese 800er Marke bei Tesla ist wichtig, da kann es einen Rebound geben. Dann haben wir GameStop, ist jetzt Tech, ja, vielleicht auch Tech, mit einem Minus von 12,7%, also die Freunde der Meme-Stocks entdecken jetzt, dass es doch wohl die Fed ist, die diese Kursgewinne ermöglicht hat und nicht das eigene Genie,
Und das ist im Zweifel dann eine unschöne Erkenntnis. Hier sehen wir nochmal den Unterschied. Rate Hike Expectations, die ein bisschen zurückgekommen sind, ein bisschen geringer geworden sind. Und Nasdaq, da ist noch eine Lücke, die sich vielleicht schließen kann. Ja, man titelt Blutbad Futures, Yuan Tumble as 10-Year Yields Soar on Global Stagflation Fears. Also man fürchtet die Stagflation. Die Slowflation, die Shrinkflation oder wie auch immer. Wir sehen den Yuan massiv unter Druck. Der Dollar war sehr, sehr stark und dann US-Futures nach unten und die 10-jährige Anleiherendite auf 3,2% gestiegen, dazu gleich mehr. Dann schauen wir uns mal andere Märkte an. VIX ist ja die Vola im S&P 500, wenn man so will, oder der S&P 500 Aktien. CVIX, das ist die Volatilität an den Devisenmärkten. Und der VIX gegen MOVE, das ist praktisch Volatilität der Aktienmärkte in Relation zu Volatilität der Anleihenmärkte. Und wir sehen sowohl am Devisenmarkt als auch am Aktienmarkt ist viel größere Nervosität. Der Anleihenmarkt schon länger sehr nervös, da haben die Aktienmärkte noch ihr berühmtes "Ich habe eine ganz lange Leitung, aber sagt's nicht weiter" Spiel gemacht. Also das ist dann eben bös nach hinten losgegangen. Und raten Sie mal, wer dann nach der Fed, wir hatten ja am Mittwoch die Fed-Sitzung, danach sind die Kurse zunächst mal nach oben geschossen, weil Paul gesagt hat, nee, nix, 0,5% Zinsanhebung. Und dann haben die Retail-Investors, also die Privatinvestoren, haben 2,6 Milliarden, so muss es heißen, netto, also praktisch abzüglich Käufe und Verkäufe, sind sie mit 2,6 Milliarden, sind sie eingestiegen in Aktien und ETFs. Das ist das höchste Niveau, das hier dieser Datenanbieter jemals erlebt hat. Das heißt, die sind richtig reingegangen, weil sie gedacht haben, hey, die Fed-Sitzung ist vorbei, jetzt geht alles nach oben. Dass das eine fiese Bärenmarkt-Rally war, die da kurzfristig passiert ist, das machte das Problem derzeit aus, denn die sitzen jetzt nach wie vor auf ihren Positionen, die unter Wasser sind und die möglicherweise noch abgedrückt werden müssen. Das gilt auf der anderen Seite auch jetzt, was die Kredite betrifft, die Amerikaner reagieren und das ist wirklich, naja, hanebüchen könnte man sagen und folgenreich. Was machen die Amerikaner angesichts der Inflation? Sie finanzieren ihr Leben so weiter, indem sie ihre Kreditkartenschulden erhöhen. Wir sehen hier massiver Anstieg der Kreditkartenschulden, weil eben die Kosten für die Amerikaner steigen. Man möchte wahrscheinlich nicht auf den Lebensstandard verzichten, also lebt man noch ein bisschen mehr auf Pump als ohnehin schon. Und wenn Sie in den USA ein negatives Kreditkartensaldo haben, dann zahlen Sie da mal ganz entspannt durchschnittlich 17% Zinsen drauf. 17%, was bedeutet, dass Sie nach gut 5 Jahren praktisch Ihre Schulden verdoppelt haben. Und das zeigt, wie angespannt die Dinge sind, wie die einzelnen Herrschaften, die zu stark gehebelt sind, ob im Aktienmarkt oder im realen Leben über Schulden, jetzt möglicherweise ein ziemlich dickes Problem haben, das nur die Fed lösen kann. Die Fed hat ja den Markt zunächst gerettet und crasht ihn jetzt. Wie lange wird sie das tun können? Bostic, jemand, der so ein bisschen im Zentrum der Fed ist, also nicht zu dovish, nicht zu hawkisch, wirklich so jemand aus dem Mittelfeld, könnte man sagen. Ja, ich denke, dass wir so in der neutralen Rate bei 2 bis 2,5% sind. Das ist ein bisschen weniger als andere hier das ansetzen. Das bedeutet, bis dahin sollte die Fed die Zinsen anheben, ohne die Wirtschaft zu bremsen bzw. zu stimulieren. Und er hat nochmal auch eine Absage gemacht an 0,75% Zinsschritten. 0,5 sei schon pretty aggressive, also würde schon ausreichen. Jedenfalls hat die Politik der Fed schon ausgereicht, die Anleiherenditen nach oben zu treiben. Wir sehen hier diesen massiven Anstieg und das ist ein Ausbruch gewesen, dessen Kursziel auf Fibonacci-Ebene bei 3,2% war, 3,20%. Und was raten Sie mal, wo heute die 10-jährige Anleiherendite hingestiegen ist? Auf 3,20%, dann ziemlich deutlich dort abgeprallt. Jetzt gibt es erste wie Bank of America's Matthew Deacock, die sagen, Mensch, selbst wenn die jetzt noch auf 3,5 steigt, dann hast du 90% der Verluststrecke schon absolviert und selbst wenn sie auf 4,0% steigt, hättest du 80% der Verluststrecke schon absolviert. Und was macht zum Beispiel die 10-jährige Anleiherendite, wenn die US-Wirtschaft in eine Rezession fällt? Die dürfte dann runtergehen. Dementsprechend ist das vielleicht ein nicht so uninteressanter Gedanke, hier mal ein bisschen wieder auf einen Rückgang der Renditen zu spekulieren. Rückgang ist auch das Stichwort bei Kryptowährungen. Kim.com, den viele von Ihnen noch kennen wahrscheinlich, der sagt, ja, wundert ihr euch, warum die Kryptos fallen?
ohne eigentliche Nachrichten. Da ist es sozusagen regulatorische, was in der Mache, und das würden einige Informierte erkennen, weswegen sie verkaufen. Ja, ich glaube, das kann ich nicht beurteilen, aber was ich beurteilen kann, dass eben diese Kryptos gestiegen sind mit der Fed-Liquidität und jetzt eben fallen mit der Androhung respektive der Tatsache, dass diese Liquidität entzogen wird durch Zinsanhebungen wie auch Bilanzreduzierung, ist für mich die viel logischere Erklärung als irgendwelche Regularien. Da hatte die SEC schon viele Anläufe, hätte sie machen können, die US-Politik machen können, hat man nicht gemacht. Also scheint mir das nicht ausreichend eine Erklärung für die Schwäche der Kryptos zu sein. Schwäche ist jetzt auch das Thema, wenn wir über Tech-Werte reden. Jetzt hat der Uber-CEO gesagt, wir werden jetzt also mal massiv auf die Kostenbremse treten müssen. An allen Fronten wird jetzt gespart. Dabei hatte man doch Geschäftsmodelle, die in 523 Jahren garantiert funktionieren, was dann meine zweitbeste Freundin Cathy Wood natürlich elektrisiert hat, weil sie gesagt hat, 523 Jahre ist ein ziemlich kurzer Zeitraum. Da gehe ich jetzt schon mal all in auf der Long-Seite. Hat kurzfristig jetzt nicht so ganz geklappt, weil eben diese Zeitdifferenz dann doch falsch kalkuliert worden war. Jedenfalls sehen wir hier, die Unternehmen beginnen jetzt den Gürtel enger zu schnallen, und er sagte hier wörtlich, wir werden Hiring as a privilege behandeln. Also es ist dann schon ein Privileg für jemanden, wenn er eingestellt wird, weil sozusagen das kaum mehr passieren wird. Das deutet auf Kommendes hin, ebenso wie wir jetzt etwa, anderes Thema, aber vielleicht auch was Kosten betrifft, auf diesem Niveau vergleichbar, die nigerianische Airline, die federführende, hat jetzt gesagt, wir werden also keine Inlandsflüge mehr machen, weil Kerosin schlichtweg zu teuer ist, und praktisch werden damit viele aus dem Markt schon rausgepreist, die sich das nicht mehr leisten können. Das muss man sich mal vorstellen, als würde hier Lufthansa sagen, nee, Inlandsflüge machen wir nicht mehr. Das ist für uns nicht mehr finanzierbar und rentabel. Auch das dürfte nachfragedämpfend wirken, ebenso wie zum Beispiel die Benzinpreise in den USA, Gas Prices. Die sind jetzt seit 65 Tagen hintereinander über der Marke von 4 Dollar. Das letzte Mal, dass lange Zeit über 4 Dollar hier bezahlt worden musste für eine Gallone, das war im Jahr 2008, und damals dauerte es 48 Tage. Also das ist ein Thema, das natürlich inflationär wirkt. Wir bekommen ja am Mittwoch die US-Verbraucherpreise, die sehr wichtig werden. Wir sind die Profiteure, die Raffinerien, by the way, deren Marge steigt auf ein Allzeithoch. Die machen sich also dick. Und Öl ist natürlich dann das Thema auch mit Putin. Man hatte viel Sorge, viel Angst eigentlich vor dem, was da heute kommt am Tag des Sieges. Und was wir gesehen haben, war eine erstens erstaunlich kurze Rede von Putin, dann eine, wie ich finde, erstaunlich defensive Rede. Nicht mehr in irgendeiner Form die Rede von der ganzen Ukraine, sondern eigentlich nur noch vom Donbass und der Krim, historisches Territorium, das zu uns gehört, mehr oder weniger. Also praktisch die Vereinnahmung des Donbass als russisches Gebiet. Aber nichts mit Atombombe, nichts mit Generalmobilmachung, all das hätte man erwarten können oder befürchten können zumindest. Also ich fand, dass das schon sehr begrenzt war. Das war jetzt nicht gerade eine Rede, die auf eine weitere Eskalation hier hingedeutet hat. Vielleicht irre ich mich, jedenfalls war da nichts, was sozusagen weiteres Eskalationspotenzial hätte bereithalten können. Putin, wie gesagt, hat die Rede komplett abgelesen, nur ganz selten mal nach oben geschaut, und für ihn wirklich eine sehr kurze Rede. Und was man auch beobachten konnte, war, dass er doch relativ aufgeschwemmt ist. Also eins scheint sicher, er bekommt jede Menge Cortison. Warum, wissen wir nicht, das ist Spekulation, aber solche Aufgeschwemmtheiten sind ganz typisch. Also das zumindest mal als Randbemerkung. Und wenn wir jetzt über Sanktionen sprechen gegen Russland, dann sind wir bei der EU, die wieder Großartiges gemacht hat. Man hat nämlich jetzt gesagt, okay, also Schiffe, die russisches Öl transportieren aus der EU, die haben kein Problem. Das heißt, faktisch ist das so, dass die Griechen sich durchgesetzt haben. Die Griechen haben ja die größte Flotte weltweit. Und griechische Schiffe sind da ganz aktiv in Sachen Transport von russischem Öl. Die sagen, naja, wir sind ja nur ein Taxi, also macht euch mal locker. Das heißt aber faktisch, dass es dann gar kein Ölembargo gibt, weil es ist ja letztendlich den Russen mehr oder weniger egal, ob das durch russische Schiffe oder griechische Schiffe transportiert wird in den Westen. Also hier sehen wir mal wieder, das ist so ein bisschen doppelzüngig und ein bisschen instringente, muss man sagen. Ich will Sie noch auf eins vorbereiten, meine Damen und Herren.
Ein sehr guter Kontakt aus China hat mich gebeten, sag das deinen Leuten, das könnte für sie wichtig sein, nämlich es wird mit dem Weihnachtsgeschäft, mit den Weihnachtsgeschenken etwas schwierig, wie es aussieht, bis Mai. Spätestens Mitte Juni müssen nämlich die Aufträge für die Weihnachtsproduktion in China platziert sein. Das ist jemand, der mir das direkt aus China berichtet. In China aber herrscht Flaute. Dadurch, dass keiner planen kann, werden weniger Aufträge platziert. Keiner weiß, ob und wann, wie viele Vorprodukte er bekommt. Keiner weiß, ob er durchgängig produzieren kann. Keiner weiß, ob er rechtzeitig Container bekommt, ob er die Waren in einen Hafen bekommt und wann sie dann letztendlich verschifft werden. Die Vorlaufzeiten sind so knapp, dass das ein ziemliches Wabonspiel ist. Vietnam ist ziemlich voll. Viele sind ja dann aus China nach Vietnam ausgewichen oder haben das versucht, aber die sind schon Oberkante Unterlippe. Also, wenn Sie Weihnachtsgeschenke bestellen wollen, dann tun Sie es vielleicht jetzt schon, so absurd es klingt, wenn Sie noch irgendwas bekommen. Es dürfte dann gerade im Sommer eben dieser Lockdown, der in China der Fall ist und der in Shanghai nochmal verstärkt wird, sinnfreierweise, bei uns ankommen. All das wird die Inflation nach oben bringen. 89% der Unternehmen fürchten eine Lohnpreisspirale nach einer Umfrage der Familienunternehmen. Das dürfen Sie aber bitte Herrn Heiner Flassbeck nicht sagen. Der hat ja da so seine ganz eigene Vorstellung. Manche sagen, böse Zungen sagen, schafft die EZB ab and the ECB. Dieser Meinung würde ich mich aber natürlich niemals anschließen, meine Damen und Herren. Eine so großartige Institution, die jetzt Interessantes gemacht hat, nämlich die Mitarbeiter der EZB haben ja gefordert, dass ihre Löhne angepasst werden an die Inflationsrate. Das hat jetzt Madame Lagarde abgelehnt. Nee, ist nicht. Also das ist an sich schon sehr witzig. Frau Lagarde hat sich darüber auch sehr, sehr amüsiert. Abschließend, meine Damen und Herren, noch zwei Artikel, die ich Ihnen ans Herz legen möchte. Wenn Sie singuläre, praktisch nur bei uns lesbare Informationen bekommen wollen über China, dann würde ich Ihnen diesen Artikel empfehlen. China stellt jetzt Ideologie über Wissenschaft und Wirtschaft. Da zeigt sich ganz klar, dass hier praktisch ein ideologisches Pferd geritten wird. Mit Belegen, die in diesem Text sind, von jemand, der sich sehr, 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 sehr gut auskennt. Absolutes Muss, wenn für Sie das Thema interessant ist. Und letztendlich ist es für uns alle interessant, weil es letztendlich dafür ja sorgt, dass eben hier unsere Probleme nicht gerade kleiner werden. Und dann noch den Artikel Wall Street Rezession im Blick. US und Indizes rutschen über die Klippe. Da mal eine Analyse, wie ist die Situation, worauf ist jetzt zu achten? Wenn bestimmte charttechnische Marken brechen, dann könnte es ungemütlich werden. Oder sehen wir jetzt nochmal einen Rebound, ein Hurra? Wir werden sehen, meine Damen und Herren. Ich werde Sie mit dieser Frage alleine lassen und sage jetzt erst einmal Servus und Ciao. Genießen Sie diesen wunderbaren, fast schon sommerlichen Abend. Ich sage Servus, Ciao.